Super. Okay, dann mache ich... Das habe ich gefunden. Ich verstehe. Wenigstens etwas bin ich nicht ganz so mit leeren Händen hier lang gelaufen. Alles klar, bis später, Justin. Ich bin... Alaya hat eben angerufen. Sie wird von Söhnern verfolgt. Sag ihr, ich bin unterwegs. Okay. Yo. Alter. Bom, bom. Yeah. Ja, mach das doch selbst. Warum solltest du mir die Lara machen? Gibt's hier irgendwas Besonderes? Wow! Hallo, sterben, danke. Oh, sterben ist scheiße. Visieren Sie mit Deathfinger das beste Ziel an, wenn Sie feuern. Wow. Aua. Ich bin hier so oft verreckt, weil ich einfach... Ich muss ja die Söldner hier besuchen. Ja, Lara, triffst du auch mal. Die kriegt aber ganz schön viel Damage. Oder ich bin einfach vielleicht ein bisschen zu blöd dafür. Oha. Was geht denn hier ab, ey? Ich bin einfach schlecht. Wie du beleidigst mich, du Lümmel. Großartig, ich fliege über dich alle drüber. Ich hab dich abgeknallt, du Lümmel. Jetzt aber hier. Die Musik ist cool. Na, warte, ich nehme mich mit. Hallo, hallo, hallo. What? Watt. Muss er noch nach vorne Gas geben? Das ist doch so mies. Was ist hier eigentlich? Yeah, alles klar, Lara. Wait, die what? Die Brücke gesprengt. Ja, einfach fahren. Das passt schon. Ups. Ah, diese Kackbrücke. Nein! Bitte nicht. Okay, machen die Flammen. Aua, dürften eigentlich nicht Aua machen. Super. Wenigstens habe ich ein paar. Die Musik ist ja schon echt. So, wer ist hinüber? Komm. Ich nehme dich auch noch mit. Jetzt kommst du, Bubi. Lara, was war das? Bäh! Schluggi! Ich dachte, ich wäre euch los. Bin ich etwa. Nein, ich bin gestorben! Oh, Kacke! Och nein, hier ist der letzte. Kacke. Boah. Ja, ihr könnt mir. Könntet mir mal helfen, ihr Lümmel. So.
zwei Dingsbums habe ich. Das Problem ist, du musst dich so stark auf die Strecke konzentrieren, dass ich manchmal den Gesundheitsbalken einfach vergesse. Alter! Ist das mies? Ist das mies? Ich hab keinen. Ist das gemein? Warum hab ich denn eben nicht beide bekommen? So, komm her, du Himmel. Du kriegst von mir jetzt. So. Das ist gemein. Ich hab keine Babypacks mehr! So, der ist hier hinüber. Hier gibt's auch ein paar Babypacks. Oh nein. War's das? Gibt's da noch mehr? Ich hätte gerne noch ein paar Babypacks. Mindestens mal eins. Aus irgendeinem Punkt. Ich schaffe es nicht, beide zu kriegen. Oh, Kontrollpunkt, Gott sei Dank. Medipack! Geil! Okay. Oha! Okay, die lassen die Kisten fallen. One normal day, warum nicht? Ich glaube, der Amanda ist unten doch nicht gestorben. Okay. Dann liegt es einfach bei mir. Was sind denn schon ein paar Jahre angesichts der Jahrtausende? Hör zu, ich muss dir noch etwas sagen. Ich glaube nicht, dass Amanda dort gestorben ist. Darum geht es, ein Kapitel zu schließen? Geht es darum nicht immer, wenn wir in der Vergangenheit graben, sie zu verstehen? Ich bin Technikerin, Lara. Ich baue für die Zukunft und wühle nicht in der Vergangenheit. Irgendwann wirst du genau das tun. Ist die Frage, ist der Typ uns da unten, der da rumhockt, uns freundlich gesinnt? Lara, komm runter, du Faulpilz! Die haben wir doch eben gerade gesehen, die olle Schrappracke. Augenblick, Amanda! Wir haben einige strukturelle Bedenken. Warum kommst du nicht runter? Muss das irgendwie mit hoher Hüfte sein? Kann das nicht ein ganz normales fucking Top sein? Ups. Tja, ich würde sagen. Ist das Seil Iris? Jupp. Ist. Wir haben kein Licht mehr. Ich hoffe, du hast Fackeln dabei. Alter, so ungewohnt, diese Grafik. So ungewohnt. Entschuldigung, aber. Wieso? Drücken Sie den B-Button, ja, ist mir. Die Bretter über der Senkgrube sind kaputt. Du musst dich rüberschwingen. Alles klar. Trödel nicht rum. Und du, pass gefälligst auf. Ich würde gerne wissen, ob hier noch irgendwas zu finden gibt, aber ich befürchte, ja. Da liegt doch jemand. Was ist passiert? Ich würde sagen, aua. So, das ziehen wir mal ein bisschen nach da. Dumm gelaufen. Was hat die denn in der Hand? Nichts. Ist nur ein paar Handschuhe. Okay. Ernsthaft? Ist klar. So, jetzt
Jetzt können wir uns hier langhangeln. Das ist wunderbar. Aua, Larry, los. Das hat fast weh getan. Okay, ich habe hier sonst nichts. Nein! Ich habe als Bubi... Naja, so richtig Bubi war ich da nicht. Ich war da schon ein bisschen älter. Ich habe mal versucht, da so ein bisschen rüber zu glitschen. Das hat aber nicht funktioniert. Also ohne jetzt hier rüber zu springen, sondern einfach da irgendwie mit einem Salto oder was weiß ich da hochzukommen. Hat nicht ganz funktioniert. Warum springst du denn nicht nach rechts, Lara? Hm? Nein! Och, Lara, ernsthaft, du hast schon in die richtige Richtung geguckt. Bitte, danke. Jetzt, endlich. So, Kontrollpunkt. Das bedeutet, ich kann hier... Aua, sterben! Mein Gott! Lara, hier drüben! Kent? Was ist denn hier? Es hat Oscar getötet. Was hat... Ich weiß es nicht. Ich hab's nicht gesehen. What? Das Tor geht nicht auf. Hol mich hier raus. Alles klar. Ja, jetzt... Was? Über mir ist ein Loch. Du musst mich hier rausholen. Schnell. Wir müssen von hier verschwinden. Doch. Ist mir schon klar. Aber wenn die Lara da irgendwie... Es kommt. Verdammt, Lara. Ich bin gleich bei dir. Bringt halt nichts. Bringt das wirklich nichts? Nö. Warte mal. Ah. Muss man erstmal auf die Idee kommen. Boah. Ist echt zu blöd zum Kacken hier. Och, Lara, ernsthaft? Das hat mich so ein bisschen an Tomb Raider so abgefuckt, dass man irgendwie das Seil pixelgenau treffen muss. Das... Hey, ich glaube, ich sehe ein Licht. Bleib, wo du bist. Ich komme runter. Amanda? Amanda! Kent! Sie ist es! Warte! Kent! What? Was ist das denn? Bleib mir bloß vom Leib. Boah. Okay. Es hat irgendwie geklappt. Irgendwie hat's geklappt. Ah, oh, Lara. Was? Kugel, ernsthaft? Nur damit's rund ist? So, du bleibst da schön oben. Hoffe ich zumindest. Ich weiß. Da ist etwas. Ich weiß nicht, was es war. Ich hab nur. Nein! Oh. Ich bin in sowas. Aber jetzt aber nochmal Schwung nehmen und rüber. Jetzt kommt wahrscheinlich wieder diese Action-Sequenz. Fand ich cool, dass sie sich damals da so ein bisschen dran getraut haben. Wenn ihr zu früh loslässt, macht's Aua. Amanda! Ich glaube, dieser Stein öffnet die Tür. Das gefällt mir nicht. Hast du es wirklich richtig gelesen? Das Ding kommt. Hast du eine bessere Idee? Die Tür könnte eine Falle sein. Wir sitzen fest. Oh, oh Gott!
Tja. Jetzt ist das Ding weg. Die Texturen von deinem Gürtelmädchen sind nicht gut. Ich glaube, da kommst du nicht mehr hin. Tja, so ist sie also gestorben. Ich glaube, Amanda ist unten vielleicht doch nicht gestorben. Weißt du, was ich glaube? Um ganz ehrlich zu sein, halte ich das für keine gute Idee. Alle haben zugestimmt, die Dinge ruhen zu lassen. Genau das versuche ich ja. Aber Rutland hat gesagt, da unten gibt es einen Hinweis auf den Tod meiner Mutter. Ich muss zurück. Es bringt nichts, es an der gleichen Stelle zu versuchen. Alles ist eingestürzt. Der Fluss ist auch irgendwie reingekommen. Dann tu, was du nicht lassen kannst. Ich gehe da nicht runter. Tut mir leid. Verstehe ich, natürlich. Alles klar. Wenn es Ärger gibt, ruf Sif an, er stellt dich zu mir durch. Und geh kein Risiko ein. Ich will nicht noch jemanden verlieren. So. Und wie kommst du da rein? Wie das Wasser, hoffe ich. Wenn Amanda anruft, stellt sie sofort zu mir durch. Ich mache mir Sorgen, weil ich sie allein zu mir lassen müsste. Ich behalte sie im Auge. Ist das da oben jetzt die Amanda, oder? Ich will gucken, dass ich hier nicht komplett sinnlos hier rumeier. Ich will ja noch irgendwo was finden und von den Dingen haben wir Gott sei Dank unendlich. Ist nur die Frage, wo wir lang müssen. Aha, da haben wir doch schon was. Siehst du? Hallo, aufnehmen, Laura. Danke. So, okay. Die Wassereffekte haben so ein bisschen übertrieben, finde ich. Ich bin mir nur nicht ganz sicher. Ha! Ich habe ein Gespür gehabt. Irgendwas hat mir gesagt, guck da nochmal nach. Super, hier ist alles eingestürzt. Das bedeutet, von da komme ich nicht rein. Aber das war durch das Wasser muss ich irgendwie runter. Coole Oase, würde mir... Oha. Nach oben. Ein bisschen Luft holen. Hallo? Oh, das war knapp. Alter, war das knapp. Ich muss mehrmals Y drücken. Okay, da kommt das Wasser rein. Die Frage ist nur... Wie mache ich das? So, hier gibt es vier Steine. Komme ich da rein? Ich habe das früher wirklich probiert. Habe da eine halbe Stunde rumgepingelt, bis ich gemerkt habe, ja, nö. Gibt es hier irgendwas? Nein, okay. Ich mag solche Unterwassersachen nicht wirklich.
Vor allem, wenn man da nicht so viel Zeit hat. Um sich alles mal anzugucken. Da unten ist was. Aber unser Luftvorrat hält sich auch ein bisschen in Grenzen. Oh, diese Steuerung. Okay, jetzt erstmal nach oben. Weiß nicht, ob ich die einfach in der richtigen Reihenfolge bedienen muss oder ob ich die einfach nur irgendwie bedienen muss. Hat geklappt, super. Gut. Kommen die hoch oder geht's Wasser, fließt das Wasser ab? Doch, Wasser fließt ab. Super. Das ist ein Anachronismus. Der gehörte Amanda. Schuhe fallen doch nicht einfach von den Füßen. Er war offen. Ich hätte nie gedacht, dass sie überlebt haben könnte. Hier war alles geflutet. Wahrscheinlich ist sie doch tot. Glaube das nicht. Aber gut. Erstmal nur ein bisschen umgucken. Ich kann ja nirgends hin. Das ist ein bisschen doof. Obwohl, muss nicht unbedingt doof sein. Ja, ich kann ja nur dahin. Das ist die Geschichte der letzten Königin von Tiwanaku. Ihr Vater war der König, aber sie wurde von einem Krieger aufgezogen. Als ein Schamane namens Tunupa ihre Herkunft erkannte, wurde sie Königin. Tunupa ist ein anderer Name für Viracocha, ihren Gott der Schöpfung. Der Schamane brachte sie zum Titicaca-See. Dort gab er ihr seinen Stab, ein mächtiges Artefakt. Entschuldigung. Der Sage nach hat Viracocha einst in dem See gelebt. Der Gott der Wasserklosets. Sie brachte ihrem Volk ein Zeitalter des Friedens. Nach Jahren einer weisen und gerechten Regentschaft brach schließlich ein Machtkampf aus. Kurz darauf starb sie und man brachte sie mit einem Boot ins Paradies. Erinnert dich das an etwas? An die König Arthus-Legende. Die Ähnlichkeit ist verblüffend. Arthus? Was hat er damit zu tun? Es ist dieselbe Geschichte. Ein Junge, der seine königliche Herkunft nicht kennt, steigt aus dem Nichts zum König auf. Unterstützt wird er dabei von einem Zauberer mit einem Stab oder einem Schwert. Und nach seinem Tod kommt er dann ins Paradies. Viele Kulturen haben ähnliche Legenden. Die große Flut zum Beispiel, die gibt es auch überall. Gibt's hier noch irgendwas? Nee, gibt's nicht. Warte mal. Ja, Bewegungstaste, das passt schon. Also für... Oha. Los! Lauf! Äffchen! Boah, war das knapp. Ugh.